Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr fragt uns immer wieder, wie viel km/h schafft mein Roller, wenn ich einen Sportauspuff verbaue oder wenn ich die Drossel rausmache oder wenn ich mir eine Sportvario kaufe und so weiter. Da möchte ich grundsätzlich erstmal an unsere Tuning-Serie verweisen, und zwar welches Tuning bringt was. Da haben wir das mal sehr ausführlich uns mal sehr ausführlich damit befasst und haben jedes Teil nacheinander getuned und dann geschaut, was der Roller am Ende dann gebracht hat. Und das haben wir mit diesem Energy hier gemacht, luftgekühlter Motor, und haben alles nach und nach getuned. Nichtsdestotrotz kommen immer sehr, sehr viele Fragen, gerade in diese Richtung. Und ich dachte, ich mache jetzt da mal ein Video dazu mit den Erfahrungswerten. Wir haben so ungefähr in unserer Karriere schon jeden Roller und jeden Motor gehabt und getuned, was es gibt. Sei es Piaggio, Peugeot, Morini, Minarelli, Minarelli Nachbau, die neuen Peugeot, wie zum Beispiel im Speedfight 3, Viva City 2 und so weiter, und sind eigentlich in der Regel, auch zum Beispiel Minarelli stehend, wir sind in der Regel immer ungefähr aufs Gleiche hinausgekommen. Und das würde ich euch jetzt gerne mal auflisten. Fangen wir an mit komplett Original Auspuff, Motor, alles Original, lediglich alle Drosseln entfernt. Dann schafft ihr aufgrund des schlechten Originalauspuffs schafft ihr in der Regel da nur so 65 km/h Tacho. Dazu sei auch gesagt, dass die Tachos von den Rollern sich natürlich sehr stark unterscheiden. Wobei die Peugeot-Modelle zum Beispiel relativ genau sind, sind Piaggio und Minarelli wirklich wahnsinnig unterschiedlich. Also wenn der 80 Tacho zeigt, dann sind das manchmal in der Regel nur 68 echte km/h. Das haben wir zum Beispiel hier auch beim Energy dann gemerkt. Ja, das sei nur dazu gesagt, und ich spreche jetzt nur von Tacho km/h. Wie gesagt, wir sind alle Modelle schon mal gefahren und in der Regel war das ungefähr gleich. Also nochmal von Anfang an. Habt ihr den komplett originalen Motor, egal was es für einer ist, luftgekühlt, dann habt ihr, wenn ihr den komplett aufmacht und den Originalauspuff aber lasst, dieser aber natürlich auch entdrosselt, schafft ihr so in der Regel so 65 km/h Tacho. Bei einem wassergekühlten Modell kommt ihr schon so an die 70 bis 75 hin, aber wirklich nicht mehr. Verbaut ihr jetzt einen Sportauspuff, wie zum Beispiel hier, wir unseren Yasuni, und stimmt den natürlich auch vernünftig ab. Das ist natürlich wichtig, wenn ihr den nicht vernünftig abstimmt, dann werdet ihr auch nicht schneller. Stimmt ihr den vernünftig ab, dann schafft euer komplett originaler Roller, nur mit offenem Sportauspuff und natürlich allen Drosseln entfernt, schafft er so 70 Tacho, wenn er luftgekühlt ist, und so 75 bis 80 km/h Tacho, wenn er wassergekühlt ist. Verbaut ihr jetzt zu diesem Setup noch eine Sportvariomatik, dann könnt ihr die Geschwindigkeit schon beim luftgekühlten auf ca. 75 km/h Tacho steigern. Die wassergekühlten Modelle fahren dann schon um die 80-85 km/h Tacho. Manche auch sogar 90, aber wie gesagt, die Tachos sind halt oft sehr ungenau. Aber so danach könnt ihr gehen. Zum Beispiel ein Yamaha Aerox, komplett offen, mit Sportauspuff und Sportvario, bringt euch so 90 km/h Tacho. Das ist ein Erfahrungswert, das weiß ich, weil Aerox habe ich schon verdammt viele getuned. Ja, dann sind wir beim Setup 70er Sportzylinder, also Sportzylinder jetzt nicht in dem Sinn, sondern Standard-Ersatzzylinder 70 Kubik, zum Beispiel DR Evo oder diese ganzen 2 Extreme und so weiter, MXT, wie sie halt alle heißen. Da könnt ihr damit rechnen, dass der luftgekühlte Roller dann so 80 bis 85 km/h Tacho läuft und der wassergekühlte schon so 90, 95 km/h.
vorausgesetzt, ihr lasst den Originalvergaser. Verbaut ihr jetzt diesen 70er Sportzylinder, natürlich weiterhin mit Sportauspuff und Sportvariomatik, aber ihr verwendet einen größeren Vergaser als den originalen, zum Beispiel einen 19er, dann könnt ihr die Geschwindigkeit beim Luftgekühlten auf um die 90 km/h steigern. Da ist dann leider meistens bei dem luftgekühlten Modell einfach Ende, weil das Getriebe dann einfach viel zu kurz ist bei den luftgekühlten Modellen. Ich komme da gleich noch darauf, wieso der luftgekühlte ein kürzeres Getriebe hat als der wassergekühlte. Der wassergekühlte mit den 70er Zylinder, 19er Vergaser, Sportauspuff und Variomatik bringt euch so 95 bis 100 km/h Tacho. Mehr geht aber dann meist bei dem auch nicht, weil dann einfach die Drehzahl fehlt. Wieso ist das jetzt so, dass der wassergekühlte Roller generell mehr Topspeed schafft als der luftgekühlte? Das ist ganz einfach. Der luftgekühlte, je nach Außentemperatur, verliert Leistung, wenn es sehr warm ist. Zudem ist die Kühlung natürlich nicht so optimal wie bei einem wassergekühlten. Der wassergekühlte kühlt halt immer auf seine Temperatur, die er braucht, und das funktioniert sehr gut. Zudem gibt der Hersteller den wassergekühlten Modellen in der Regel immer 1 bis 1,5 PS mehr, die sie dann schon mal mehr Motorleistung haben als die luftgekühlten Modelle. Und zudem macht dann der Hersteller in den wassergekühlten Modellen, und das ist die Regel, immer ein etwas längeres Getriebe rein, so um die 10%. Irgendwie, warum das genau so ist, weiß ich nicht. Ich denke, einfach um dann noch den Spritverbrauch etwas herunterzubekommen und nicht, weil er mehr Leistung hat und so weiter, dann muss er weniger drehen mit dem längeren Getriebe und deswegen würde auch der Schadstoffausstoß steigen. Deswegen vermute ich, dass die dann längere Getriebe reingemacht haben, um das alles ein bisschen in die Länge zu ziehen. Was man nicht vergessen darf, in vielen anderen Ländern fahren ja die Roller offen. Und da ist es dann auch immer etwas Prestige, wenn der Roller anstatt 70, 90 fährt. Das ist auch immer sehr wichtig für die Hersteller gewesen. In Deutschland spielt das keine Rolle, weil wir müssen eh gedrosselt fahren. Ja, hier jetzt nochmal eine Komplettübersicht über die Daten, die ich euch eben gerade gegeben habe. Und jetzt seht ihr auch die Unterschiede eben nochmal zwischen luftgekühlt und wassergekühlt. Klar werden jetzt wieder einige Kommentare kommen. Ja, ich habe nur die Auspuffdrossel raus und der Roller ist 120 gefahren. Ihr wisst doch selber, dass das nicht stimmt. Diese Steigerungen, gerade dann, was nach Entdrosseln kommt, sind dann leider nur noch sehr gering. Und je mehr man macht, desto schneller wird man. Aber ihr seht dann, nach oben hin wird es dann schon relativ dünn. Vor allem, wenn es dann mal über die 90 hinausgeht, ist es dann schon schwieriger, immer schneller zu werden. Es geht. Wenn ihr überlegt, euer 70er Sportzylinder, der dreht ja dann nur so 9.000, 10.000, also so zwischen 9.000 und 10.000. Wenn ihr den jetzt natürlich ersetzt durch einen Racing-Zylinder, der schon mal von Grund auf mehr Leistung hat und natürlich auch mehr Drehzahl, dann bringt ihr auch dementsprechend mehr Endgeschwindigkeit zusammen. Denn je mehr Drehzahl ihr produziert, natürlich auch in Abhängigkeit von der Leistung, desto mehr Drehzahl kommt hinten am Getriebe an und desto schneller dreht sich euer Hinterrad, also ihr werdet schneller. Das ist einfach dem CVT-Antrieb geschuldet, dass der auch immer etwas drehzahlabhängig ist. Natürlich sehr wichtig die optimale Abstimmung der Komponenten, denn sonst tunet ihr euren Roller nur langsamer. Und was natürlich dann da auch wichtig ist, die richtigen Teile für das richtige Setup zu verwenden. Da haben wir schon einige Videos darüber gemacht. Ihr könnt zum Beispiel jetzt nicht einen High-End-Wandler auf dem Originalzylinder fahren und so. Das macht einfach keinen Sinn. Genauso eine harte Gegendruckfeder. Das muss alles immer vernünftig zusammenpassen. Solche Kleinigkeiten wie jetzt Gegendruckfeder und Kupplungsfedern und Kupplung, das habe ich jetzt bei diesem Vergleich weggelassen. Da haben wir schon Videos darüber gemacht, bei welchem Setup man was fahren sollte. Das ist auch Sache der Abstimmung dann eben.
Es ging jetzt rein nur darum, wie viel kmh schafft der Roller mit dem und dem Setup. Oder wenn man das und das macht, wie viel kmh holt man da raus bei einem luftgekühlten und bei einem wassergekühlten Motor. Darum ging es heute in diesem Video. Ich hoffe, dass ich wie immer vielen damit helfen konnte. Bei Fragen könnt ihr das immer gern in die Kommentare schreiben. Ich bin auch gespannt auf eure Erfahrungswerte. Das sind jetzt, wie gesagt, unsere Erfahrungswerte. Da wir schon wahnsinnig viele Roller in den letzten Jahren getuned haben, hoffe ich, euch das etwas aussagekräftig wiedergeben zu können oder wiedergeben konnte. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald im nächsten Video wieder. Und bis bald, Leute!